Oh, also sehr viele Leute haben darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Ein neues Update wurde angekündigt. Patch 25.20 kommt dann heute um 10 Uhr raus und es gibt schon so einen kleinen Trailer. Und zwar dieses 3-sekündige Video, das wurde gepostet und es wird auf jeden Fall noch einen längeren Trailer geben. Und soweit ich weiß, wird es halt ein riesiges Update. Und ich glaube, da haben wirklich sehr viele darauf gewartet, dass sowas mal passiert. Ja, aber okay, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber erstmal noch den Shop von heute an. Und ich glaube, das ist dann nicht so besonders. Oben das Outback und Beyond Paket. Nach 42 Tagen zurück. Muss man gar nicht viel zu sagen. Und dann machen wir direkt weiter mit darunter dem Underland Nexus Paket. Das ist nach knapp einem Monat nochmal am Start. Die ganzen Sachen gehen wir mal ganz schnell durch. Wie gesagt, halt jetzt heute nichts krass Besonderes am Start. Dafür gibt es aber nachher ein dickes Update. Was natürlich nice ist. Okay, Drehzahlpaket. Auch nach einem Monat zurück. Und dann sind wir, glaube ich, sogar schon bei den täglichen Sachen, oder? Ja, also echt weniger am Start, muss man sagen. Blitzskin nochmal zurück nach knapp einem Monat. Genauso wie der Überschallskin auch wieder nur einen Monat her. Und dann gibt es Stab des Zauberbands. Die ist ein bisschen seltener, 161 Tage her. Und dann gibt es noch Comicbuchsterne nach 41 Tagen. Ja, so eine coole Comic-Lackierung. Und es gibt noch den Sagan-Skin nach 81 Tagen und komm schon 115 Tage her. Ja, und das war's auch schon. Hier drunter noch ein paar Marvel-Sachen und ich glaube, mehr gibt's dann ja auch gar nicht. Ja, also langweiliger Shop, aber ich denke mal, der wird dann nachher neu gemacht werden bei dem großen Update. Wie gesagt, soweit ich weiß, soll das echt ein krasses Update werden. Ich bin sehr gespannt. Um 10 Uhr sind die Server aus und dann sehen wir auf jeden Fall, was passieren wird.